Ich könnte einfach im Bett liegen bleiben und ausschlafen. Aber ich war auf dem Weg, um wohl den beiden schlecht spielendsten Mannschaften in der Bundesliga zurzeit zuzuschauen. Und dann herzlich willkommen zum Stadionvlog zu Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Aber kurze Frage an dich. Ja. Was glaubst du, wer gewinnt heute? Hertha wird 2-1 gewinnen. Meinst du, wir werden gewinnen? Spielen die gut gerade? Heute spielen sie, grundsätzlich so scheiße, aber heute spielen sie extra, weil du dahin fährst, extra mal ein bisschen besser. Das ist es. Ich meine ja schon zum letzten Spiel, Hertha gegen Frankfurt, das ist das Krisenduell war, weil Frankfurt auch nicht so ganz gut drauf war. Aber das ist jetzt wirklich das Krisenduell schlechthin. Ich meine, bei Hertha müssen eigentlich gar nicht erst anfangen zu reden. Dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen. Letztes Spiel 4-1 gegen Frankfurt. Komplette Scheiße gespielt. Es gibt keine spielerischen Ansätze. Ich verstehe nicht, wie Korkut noch im Amt sein kann. Bobic hat sich ein bisschen vor ihn gestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt muss er zeigen, was er drauf hat. Ich glaube, wichtiger als dieses Spiel kann es eigentlich gar nicht mehr werden für die Saison. Ich weiß, wir spielen auch gegen Stuttgart, Bielefeld und auch Augsburg. Das sind vielleicht noch die allerwichtigsten Spiele. Aber genau wie das jetzt. Gladbach genauso weit hinten drin. Besonders die Defensive ist sowas von anfällig. Also wenn man jetzt kein Tor schießt, wann dann? Also ich habe so den Zug geschafft. Jetzt steht eine 5 Stunden Zugfahrt an, also schon ordentlich. Aber zum Glück ist gestern neue Formel 1 Serie rausgekommen. Und dann ist der Zug auch gesichert, noch was zum Essen. Perfekt, kann losgehen. Und damit willkommen in Mönchengladbach und in meinem kleinen Zimmer. So. Oha, sogar Zeitwetten. Wollte ich gar nicht. Sehr entspannt. Gib mal eben eine kleine Roomtour. Hier zwei Betten, ich weiß nicht, warum es zwei sind. Gibt wahrscheinlich keine Einzelzimmer. Hier der Spiegel. Und ein sehr entspanntes Badezimmer. Junge, das ist richtig edel. Also eigentlich, also Hotels, ich suche eigentlich immer nur das Allergünstigste raus, was irgendwie geht. Mit eben einer ganz guten Lage, ist hier direkt am Bahnhof und WLAN. Das sind die drei wichtigen Sachen. Sonst ist mir alles scheißegal. Also wirklich, kann stinken, wie es will. Hauptsache, es bleibt günstig. Das Gute ist, ich war zwar schon einmal in Gladbach, das war im Frankfurt-Spiel, aber da kam die Deutsche Bahn viel, viel zu spät und ich musste noch ein bisschen rennen und konnte nichts von der Stadt sehen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Deswegen gehe ich noch mal ein bisschen in die Innenstadt. Schauen wir noch mal Mönchengladbach an und schauen wir mal, was die Stadt so zu bieten hat. Also, wenn das keine Borussia Gladbach Stammbar ist, dann weiß ich auch nicht. Was aber krass ist, ist, wie hügelig oder bergig die Stadt ist. Also, es geht die ganze Zeit so steil rauf oder so steil runter. Ich bin ganz außer Atem. Ich laufe in der Bar vorbei und das Fenster sieht man auch schon da vorne, die Mönchengladbach-Trikots. Also Mönchengladbach bereitet sich auch langsam vor auf den El Entlassico, wie man ja auch sagt. Also beide Trainer stehen sehr auf der Kippe und es könnte sehr gut sein, dass der das Spiel verliert, sei es Taifun Korkut oder Adi Hütter, dann auch gefeuert wird. Hier sind auch einige Sticker drauf. Also hier, wo ich jetzt bin, ist echt schön. Da sind so kleine Fachwerkhäuser. Dahinter noch, da ist so eine Kirche und da ist noch irgendwas. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Und hier vor mir ein kleiner Park mit einem Teich und einem See. Wetter ist auch top. Oha, wie krass sieht das denn aus? Ajo, wie schön. Da gehe ich safe auf die Treppen. Also, ich brauche nur das richtige Outfit. So, sehr viel besser. Denn für alle, die neu dabei sind, ich bin Hertha-Fan.
lass dich in Ruhe, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja, es sind schwierige Zeiten. Aber natürlich trotzdem fährt man mit nach Gladbach und supportet. Let's go, ab zum Borussia Park. Scheiße, ich habe schon wieder so Bock und schon wieder so viele Hoffnungen, dass wir irgendwie Punkte mitnehmen können. Ich muss mir das echt abgewöhnen, dann ist man danach noch enttäuscht, wisst ihr. So, da haben wir jetzt den Borussia Park. Auch mal schön, den bei Tag zu sehen. Wird natürlich danach noch dunkel für das Samstagabendspiel. Boah, ich muss sagen, ich liebe diese Atmosphäre vor den Spielen. Alle Leute haben noch Bock aufs Spiel, laufen hier rum, holen sich ein Bier, eine Bratwurst. Da kribbelt es schon wieder. Ich hab so Bock. Also, Aufstellungen sind gerade draußen und aus härter Sicht bin ich nicht so ganz überzeugt. Es spielen wahrscheinlich eine Fünferkette. Dann noch mit Askasibar und Toussaint, also eigentlich zwei gelernten Sechsern. Das sind so viele Defensivspieler. Die einzigen Offensiven sind Belfodil und Selke. Ich weiß nicht, wie die zu zweit da vorne regeln sollen. Serdar auf der Bank, Richter auf der Bank, Ecklenkamp auf der Bank, Mittelstädt auf der Bank. Weiß ich jetzt nicht. Und Torbjörn Lotka statt Schwolo. Es kann sein, dass Schwolo noch ein paar Corona-Nachwirkungen hat. Gladbach wird spannend mit Luca Netz, der auf den Ex-Verein jetzt wieder trifft. Plea ist halt sehr, sehr gefährlich. Also das ist wirklich der einzige Gladbach-Spieler mit Sommer vielleicht, wo man sagen kann, die sind wirklich top, top in Form. Und dann eben Embolo, Thuram, Kone und Neuhaus im Mittelfeld. Eigentlich nichts Besonderes. Aber ich bin echt mal gespannt, was sich Korkut da ausgedacht hat. Also wenn es jetzt nicht klappt, ich glaube, dann muss es jetzt wirklich dann gewesen sein. So, hier ist mein Platz, direkt gegenüber von der Nordkurve und Theaterfans direkt rechts von mir. Eigentlich wäre ich dort auch da gesessen im Auswärtsblock, da waren mir die Tickets aber viel, viel, viel zu teuer. Ich muss sagen, ich bleibe dabei, echt eines meiner Lieblingsstadien, in dem ich so bin. Ich liebe das Wetter, dass es komplett rund ist, aber mit Dach und oben offen. Ein sehr, sehr schönes Teil. Da vorne auch die Torwerte, Marcel Lotka und vielleicht Ehrenmann Jan Sommer, der ist so geisteskrank, ne? Geht's, Jungs. Verlieren verboten. Und die Gladbacher kommen. Es ist Anpfiff, jetzt wird's ernst. Das Spiel ist so wichtig. Aber gerade die Stimmung war geil. Ey, ich liebe das Stadion so. Es macht so Spaß. Nein, 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 nein. Hast du Lotka. Oh. Weg damit. Oh. Posten. Digga, was ein Schuss. Ach du Scheiße. Danke, Posten. Danke, danke, danke. Auf geht's, Santi. Komm, Selke, zieh, Junge. Oh mein Gott.
Nein. Oh. Ach du Scheiße, ich hab drei Leute werden von einem ausgedrückt. Jungs, straft euch bitte, dass ihr nicht mehr vorkommt. Dicker, der Schiedsrichter hat so fern keine Hilfsgäste bekommen. Oh. Dicker, nein. Hilfe! Beigespielt, come on! Let's go! Ich hab's nicht genau gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt VAR, bitte nicht. Bitte nicht. Es darf nicht passieren. Es darf nicht passieren. Im Loch. Ich will es doch mal sehen. Wenn der Schiedsrichter sagt, Ball gespielt, Digga, der VAR fuckt mich so ab, ne? Er fuckt mich so ab. Der Player macht den Save. Mann, Bruder, ich dreh langsam durch. Ich dreh langsam durch. Was ist das für ein Fehlpass, Mann? Nein, bitte nicht. Oh. Ich hab auf die Uhr geschaut. Ich wusste es gar nicht. Dann war ich Halbzeit und denke, das war wieder keine so richtige Tauschmaus dabei. Ja, und Sommer musste nichts machen. Was machen die denn im Training? Jetzt, es gibt kein Pressing. Sie müssen doch jetzt einen Angriff zustande kommen. Irgendwie ein Torabschluss. Also, wenn sie keine Dänen. Ja, kommt ein Fehlpass. Dieses Team ist zum Absteigen verdammt. Ich kann es euch nicht anders sagen. Zack. Niemals! Ja. Niemals! Also, wenn das ein Elfmeter. Ich hätte den. Also, niemals ein Elfmeter. Niemals. Also spielerisch war das wieder maximale Scheiße von Hertha. Ein kleiner Abschluss und einfach, es gibt immer so krasses Pressing. Sie müssen doch aus dem Spiel heraus, sie haben den Ball hinten in der Verteidigung und sie müssen doch eine Spielidee haben, wie sie den Ball nach vorne bekommen und eine gefährliche Aktion erzeugen. Also das gibt's nicht. Passen den Ball hin und her, dann mal da einen Pass, dann gibt's einen Fehlpass, dann gibt's einen Konter. Alles schlimm, ist ganz schlimm. Ich meine, es geht auch eine Halbzeit. Stuttgart lag letzte Woche auch mit dem Tor hinten, hat es noch gedreht. Aber es fehlt so die Hoffnung, weil das Team gibt dann keine Hoffnung. Da vorne gibt es, muss man sagen, echt gut ein bisschen Stress zwischen den beiden Fans. Wird ein bisschen provoziert. Aber die Hertha-Fans hier direkt neben mir machen eine geile Stimmung. Also an den Fans liegt es nicht, ganz, ganz ehrlich. Oh. Nein! Nein! Der Gehalt macht jetzt Druck. Auf geht's! Die ist gut. Was? Digga, was? Thuram kann fünf Haken miteinander schlagen, keiner stört ihn und Lottger muss es ausbügeln. Lottger, der ein Saisonende verlässt nach Dortmund, irgendwo in der dritten Liga. Stellt sich das Spiel wieder.
passiert ist. Ich glaube, es gab zwei Hertha-Fans und waren auch gut besoffen, muss man sagen. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Irgendwie gab es dann Stress mit den Ordnern. Und dann wollten die Ordner den rausschicken, die wollten aber nicht gehen. Und dann kam noch ein Gladbach-Fan, also ich sehe ihn hier noch vor mir, ich werde ihn jetzt nicht zeigen, der einfach so ohne Grund auf den Hertha-Fan eingeschlagen hat. Ich weiß nicht, was ich alle auf Kamera habe und was ich alles zeigen werde im Video. Ich war irgendwie mittendrin, auf einmal fallen alle Menschen auf mir drauf, hier hinter mir. Der Mann da vorne, auch der Typ, der das Ganze noch produzieren, also hier ist richtig viel Stress. Sehr schade, sehr schade. Traurig sowas. Jungs, das auf nicht im Stadion, aber macht keine Scheiße. Außerdem ist mir noch das 2-0 gefallen, auch eine Ecke. Ja, mit im Loch. Aber die Aktion da gerade hat mich ein bisschen erschrocken, sag ich euch ehrlich. Oh. Komm! Ecklenkamp. Nein, dicker Ecklenkamp, was ein geiler Schuss. Das war niemals was. Was? Aber mittlerweile, wie viel Security hier gekommen ist. Weil hier, sage ich ehrlich, hier zwischen den beiden geht es ganz schön ab. 83 Minuten, ich glaube, da wird nichts mehr passieren, ehrlich gesagt. Und damit würde man auf den 17. Platz rutschen. Okay, Abpfiff. 2-0. Digga, hier ist Polizei mit Kampfhunden. Komplett bewaffnet und geschützt. Ich glaube, da vorne hier ist der härter Auswärtsblock. Ich weiß nicht genau, was noch alles passiert ist, aber boah. Wir haben wieder verloren und komplett scheiße auch gespielt. Gladbach hat es auch nicht geil gespielt. Zweite Halbzeit war besser von Hertha. Aber erste war kompletter Schmutz. Also sehr aggressive Stimmung. So ein bisschen provozieren ist ja auch gar nicht schlimm. Weißt du, ist ja auch okay. Das sollte auch jeder abhaben. Aber jeder, der wirklich Gewalt anwendet, ist wirklich einfach nur dumm und sollte sich mal überdenken. Ja, sehr, 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 sehr traurig, dass der Abend so enden muss. Ich gehe jetzt nach Hause ins Hotel. Ich verabschiede mich hier und jetzt. Jetzt das Video schneiden. Und morgen bin ich dann am Dortmund-Spiel. Wenn ihr unterstützen wollt, abonniert gerne, dann kann ich weiterhin so einen Content bringen. Ja, ich will's erstmal out. Ciao, ciao.